Die Einseitigkeit ist immer sehr, sehr hartnäckig. Dass dieses Wertesystem, das einseitig wertet, egal was in dir auftaucht. Ich bringe mal ein schönes Beispiel. In einem der letzten Selbstgespräche, ich beende ja immer wieder, lass uns bei dem bedanken, der uns ausdenkt. Das sage ich aber ganz, ganz bewusst, lass uns bei dem Brösel bedanken, der uns jetzt ausdenkt. Diese Pixelmännchen. Weil ohne den wird es uns ja gar nicht geben in seinem Kopf. Uns meine ich jetzt ganz, ganz gezielt ausgedachte Brösel. Und dann kriege ich die Frage am Stammtisch, du sagst da, lass uns bei dem Brösel bedanken, aber der Brösel kann sich ja gar nichts ausdenken. Da sage ich, das ist das doch mal richtig, du musst einen Zustand kriegen, dass du weißt, dass egal was einer behauptet, dass der recht hat, wenn du mit seiner Logik arbeitest. Ich sage, du lässt aber dabei eins außer Acht, dass du das Wort Brösel wieder bloß blau, ein blauer Brösel, ein ausgedachter Mensch kann bloß das denken, was du denkst, was er denkt. Immer die Sache mit der Kiste, das muss wirklich verstanden werden. Das heißt also, dass wenn ich mir jetzt an den Menschen denke, entsteht er ja erst, wenn ich ihn denke, hier und jetzt in meinem Kopf. Und ich betone immer wieder, das ist hundertprozentig sicher. Es ist keine Frage des Glaubens. Und ich bestimme jetzt, was dieser Mensch denkt oder was er glaubt oder wie er ist. Ich fange jetzt an, wenn du irgendwie Politikernamen oder irgendwas hörst. Du wirst ganz gezielt einen ganz bestimmten Charakter mit dem Namen in dir aufbauen und du bist dir hundertprozentig sicher mit einer Logik, dass du den richtig aufbaust. Und wenn einer in dir auftaucht, der über diesen Menschen was anderes behauptet, hat er natürlich nicht recht, obwohl du in der Regel diese Menschen gar nicht kennst. Das heißt, du klingst dich immer in eine Meinung ein. Ob du dich ernährst von offizieller Medien oder du ernährst dich von Verschwörungstheorien. Ob du über Klima streitest und dann ziehst du irgendwelche Daten von CO2 und wie viel das ist, du plapperst irgendeine Seite nach und egal welche Seite du nachplapperst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo was anders drinsteht. Woher nimmst du die Arroganz, dass den Seiten, denen du vertraust, dass das die richtigen Seiten sind? In unserer Hans-Geschichte begreifen, wieso willst du bloß eine Wahrheit haben, wenn du viele Wahrheiten hast? Das sind diese vielen Sachen. Das wirklich das, ob jeder recht hat, macht dir diese Sichtweisen zu eigen. Sobald du mit was konfrontiert wirst, wirst du dann dieselbe Einstellung haben, das auch logisch sehen können, wenn du mit der Logik deines Gegenüber arbeitest. Richtig. Der dir von deinem Standpunkt aus diese Logik wahrscheinlich verkehrt erscheinen wird. Das ist die Kehrseite zu deiner Seite und das musst du vervollkommen. Das Prinzip sollte verstanden sein. Jetzt komme ich zurück, wenn ich sage, lasst uns bei dem Brösel bedanken. Ich beziehe ja Brösel immer auf eine Facette von dem Heiligen Geist, was ausgedacht ist, der uns ausdenken. Und da sagt der Brösel, kann sich als Ding an sich nichts ausdenken, weil der ja bloß ein Gedanke ist. Sag ich, das ist richtig, wenn du das blau liest. Aber was blau ist, ist auch rot. Und wenn wir jetzt den Brösel-Taster mal blau machen, dann haben wir BR ist das Äußere, das ist der ausgedachte Brösel, der ja eigentlich nur eine Kiste ist, in unserer Symbolik. Und dann kommt das Ö. Und das ist es O mit den zwei Bündchen drüber. Das ist eigentlich hier diese ständig wechselnden Erscheinungen. Okay. Die äußeren ständig wechselnden Erscheinungen, BRÖ. Das SEL lassen wir jetzt mal weg in der Vielheit. Wir können das aber auch rot machen. Rot gelesen, BR, hast du das doch mal im Kopf, entsteht dieses Ö. Ja, eben. Und dieses BR heißt jetzt hast du mal nach Wörterbuch das Äußere, das heißt aber auch Reinheit. Da schieben wir jetzt den R weg und dann haben wir den Kopf und der ist immer eine Einheit, wenn ich es rot sehe. Diese Einheit, dieser rote Kopf, der denkt sich jetzt, wenn er sich was ausdenkt, das aus dieser Einheit heraus in seinen Kopf hinein. Das sind immer Divisionen. Das muss ich immer wieder darauf eingehen, auch jetzt hier mit dieser sogenannten imaginären Zeit, wo ich nochmal erkläre, das muss verstanden werden. Und wenn du jetzt das einmal installiert hast, dann wirst du feststellen, wenn du irgendwelche Videos über diese Thematik kommst, selbst wenn wir uns in ein Video, wenn wieder einer geistlos nachplappert, ich betone das immer wieder, Videos, die Figuren, die in deinem Traum auftauchen, sind immer nur nachgeplapperte Facetten von nachgeplapperten Facetten. Das sind die, die sich gegenseitig, ich sage mal ganz einfach, wir kopieren von einer Kiste in die andere was rein. Ach, gut. Ich kann den alten Notspruch machen, dass ich immer so, wenn du dich an einen Computer hinsetzt und du gibst in diesen Computer Daten ein und immer daran denkst, der Computer symbolisiert den Menschen. Dann hast du den Computer als Ding an sich nichts gelernt. Ich würde jetzt sagen, ich denke mir Kiste und ich denke mir in die Kiste irgendwas rein. Daten. Weil der Computer als Ding an sich
gibt ja nichts, das ist ja kein Geist, das ist was Ausgedachtes. Der begründet jetzt gar den Menschen, der ist auch was Ausgedachtes. Darum nenne ich es immer Kiste, ob man die Kiste Mensch nennen, Gehirn nennen oder Computer nennen, spielt keine Rolle. Die Kiste selber weiß nicht, was da passiert. Es ist auf blauen Bereich. Wenn ich jetzt die Software verändere, das Regelsystem verändere, das kriegt der Computer, wird es dann zwar machen in der Maschinerie, aber er weiß nicht, was er tut. Jetzt kann ich dir wieder eine Unmenge von Videos einspielen über sogenannte künstliche Intelligenzen und lernfähige Programme. Du kannst einem Computer nichts beibringen. Du kannst ein Programm schreiben, das in dir die Illusion erzeugt, dass dieses Ding lernfähig ist. Und nur in Maus in der Programmierung. Aber der Computer als Ding an sich selbst hat überhaupt keine Ahnung davon. Er lernt deswegen nicht. Lernen immer ein erstes Selbstgespräch, Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3 nochmal nach. Ja. Lernen 3 ist was ganz was anderes. Lernen 3 hat was mit Verstehen zu tun. Gedanke von dir, nenn diesen Gedanken Mensch, wird niemals irgendetwas verstehen können. Er kann den Eindruck machen, dass er was verstanden hätte. Ja. Das ist wie wenn ich jetzt ein Programm schreibe und es funktioniert nicht so, wie ich es haben will, und dann ende ich das Programm und dann macht es das, was ich haben will, und dann sage ich doch, der Computer hat jetzt das gelernt. Da muss ich davon komplett lösen. Und man kann immer wieder nur feststellen, wie hartnäckig das Ganze ist. Und ich mache ja absichtlich immer wieder Udo-Beispiele. Wenn was auftaucht jetzt mit Worten, du wirst jetzt erst einmal nur mit Worten konfrontiert. Es ist immer wieder das Ausgedachte. Du stehst vor allem. Du nochmal der, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, ist nicht dieser Trockennasenaffe, der jetzt vom Computer sitzt. Eben, ja. Das ist ganz wichtig. Du bist der Einzige, der immer ist. Zumindest wenn du ich bist. Das ist ja unsere Ausgangsbasis. Das ist kein religiöses, esoterisches Geschwätz. Es ist das, was sofort überprüfbar ist. Ich nenne das immer der Erste. Der schaut einfach, was bloß ist. Der steht vor allen Dingen. Man nennt es vielleicht Gott. Ich sage immer, ich nenne es lieber gern Internet. Jetzt mache ich wieder eine kleine Geschichte. Das Video, wo ich aufzeichne hier mit Redo und Diana, das letzte, das habe ich nicht im Kopf, da steigt das Internet wieder aus. Ja, genau. Kann ich jetzt zurückblättern an Udo denken, der dann körperlich das Programm reagiert. Ich mache jetzt nur Worte. Ich sage nicht, dass das irgendwann in der Vergangenheit war. Es ist einfacher so, das wirst du merken, selbst wenn du die Prinzipien hast, der zweite, dein Ego in dir, schätze ich einen Dreck drum, dass du das warst. Du wirst auf gewisse Reizauslöser trotzdem reagieren. Ja, stimmt. Ob das Schmerz ist, wenn es klingt, was du ans Telefon denken, ob du willst oder nicht, diese Maschinerie läuft ja deswegen weiter. Ja. Die wird jetzt bloß mit dem Doppelschritt bewusst, dass das Telefon in dir nur deshalb auftaucht, weil du das Klingeln jetzt hörst. Und wärst du anders programmiert, würdest du bei dem Geräusch an irgendwas anders denken. Richtig. Ich will jetzt auf was anderes hinaus. Wieder einen gewissen Schmunzeln, dann reden die ja weiter und dann tauche ich ja wieder auf, aber stillstehen. Ja, richtig. Der Udo ist eingefroren, zeitlos. Du musst immer, was will dir der Meister damit mitteilen? Jeder Moment, der in dir auftaucht, soll dir was sagen, wenn du sehr, sehr präzise wirst. Einfach jeden Moment bewusst machen, was ist jetzt da. Aber ich mache eine Hintergrundgeschichte, dass ich jetzt, ich denke mir jetzt mal ganz bewusst einen Udo aus, wie das Internet ausfällt, eine unreife Reform. Einige Seiten vorher habe ich mich darüber aufgeregt. Ich stelle fest, ich reg mich überhaupt nicht mehr auf. Ich schmunzel eigentlich bloß, weil die große Endes besteht darin, ein Internet, das geht, zu dem gehört ein Internet, das nicht geht. Ein funktionierendes Internet ist eine einseitige Aussage, oder eine Welt mit Internet benötigt auch eine Welt ohne Internet. Das ist mal das erste Gesetz, einfach für gehen und nicht gehen, krank und gesund. Oder hell oder dunkel. Das ist überall das Prinzip. Da sind wir jetzt zigfach drauf eingegangen. Oben und unten. Sobald es eine da ist, ist das andere auch da. Was ich dir eigentlich im Bedo könnte ich jetzt sagen, er weiß gar nicht, dass er die letzten jetzt ausgedachten Jahre unheimlich gesund war, weil er unheimlich krank war. Weil umso kranker du bist, umso gesünder bist du. Wenn du das aus der Mitte, dual, wenn du das dual betrachtest, dann musst du aber, du musst zuerst all werden, das in der Mitte, aus dem das entspricht. Ich sage immer, du orientierst immer bloß nach einer Seite.
Und du meinst, die andere war oder soll wieder sein. Die andere Seite kann immer nur gleichzeitig sein. Das heißt, sobald ich bewusst an ein funktionierendes Internet denke, ist auch ein nicht funktionierendes Internet da. Ja. Okay? Ja, aber das ist die eine Seite. Wenn ich jetzt normal an das Internet überhaupt nicht denke, dann ist es dieser heilige Zustand, sich immer wieder sagt, ob du dich jetzt gesund oder krank fühlst, während du aufmerksam mir zugehört hast, und dann wirst du feststellen, wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da. Mhm. Das habe ich ja lang und breit erklärt, aber jetzt kommt eigentlich der große Trick. Wenn du das weiter hinterfragst, wirst du inspiriert. Immer dran denken, du verlierst die Inspiration, wenn du nur raumzeitlich denkst. Du musst begreifen, wo kommen deine Gedanken, wenn du ein träumender Geist bist, eigentlich her. Aus dir selbst. Ja. Aber ist es nicht schon der Wahn, der sich jetzt hochschaukelt in dem Moment, wo mein Internet nicht geht, dass ich glaube, das Internet ist da außen und ich hole von außen die Daten in mich herein? Du musst ganz fest ist dir ganz tief installiert haben, dass von außen überhaupt nichts kommt. Oh ja, oh. Ein träumender Geist, der glaubt, dass das, was er erlebt, von außen in ihn reinkommt, ist eigentlich immer noch in dem Zustand des Schlafens. Ja, ja. Absolut. Der Wachwerdeprozess ist, dass ich jetzt ganz bewusst auch ich, Geist, setze mich jetzt erst einmal als einen träumenden Geist und es sagt mir zuerst einmal, dass alles, was in mir auftaucht, aus mir selber kommt. Es taucht erst einmal aus dem innersten Kern, das ist das Internet. Ich habe gesagt, es gibt kein Außernet. Das gibt es natürlich auch. Wenn wir uns jetzt ein Internet ausdenken, muss es ein Internet geben. Ja. Aber genau genommen ist dieser interne Punkt das Dual. Das heißt, du Gott oder du nichts. Aber auch wo. Das ist immer wieder dieses Nichts zu hin. Wir können jetzt so viele Facetten mitnehmen. Wo ist das eigentlich? Es ist das, was hier kommt und geht, kommt aus mir. Aber das spielt sich letztendlich in diesem Punkt ab, den wir UB86 Ilayom nennen. Ja. Also der immer ist, solange du das jetzt schon wieder räumlich vorstellst, ist eigentlich der Urknall, bevor er geknallt hat. Das haben wir im letzten Selbstgespräch mit der imaginären Zeit. Ja. Dass es wirklich dieses Hier und Jetzt ist. Und ein Stephen Hawking, der das dann irgendwie noch erkennt, aber dann trotzdem wieder seinen Urknall in die Vergangenheit setzt. Ja. Die wird immer mehr dieses unendlich geistlose, raumzeitliche von den Menschen in dir. Ja. Ja. Wenn du Geist bist. Du musst nur verstehen. Und jetzt ganz wichtig, dieses Verstehen, Lernen 3, hat nichts zu tun mit irgendeinem Abspeichern von irgendwelchen Sachen. Ja. Solange du in dem Wahn lebst, das Lernen bedeutet, dass du irgendwelche Daten abspeicherst, die du rezipieren kannst. Das macht der Maschine. Oder dass du Daten in irgendeiner Art und Weise verknüpfst nach einem gewissen Regelsystem. Das macht auch eine Maschine. Ja, besser, gell? Das ist ein ganz anderer Zustand. Ja. Ja, genau. Es dreht sich letzt alles um dem Verstehen. Das ist der erste. Die Menschen sind nur Rezitiermaschinen. Ich kann es, egal welche Art und Weise sie rezitieren, ihr wisst, der Udo hat vor 30 Jahren oder 25 Jahren bei euch jetzt hier schon gesagt, egal wen du mir bringst, jetzt normal gesprochen in dieser Welt als Brösel, wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, welche Bücher oder welche Meister er rezitiert. Das stimmt, ja. Selbst wenn einer sagt, es ist mir eingefallen, dann sage ich, dann hast du es von mir. Ja, eben. Das ist die Integration. Eben. Es ist jetzt, wenn ich die Ohrenbohrungen nehme, ich weise immer wieder darauf hin, das, was in den Ohrenbohrungen steht. Den Kontext, das Ganze findest du in keinem anderen Buch. Das ist aus mir selbst. Absolut. Aber dann doch wieder in Facetten, weil ich ja letztendlich nur Facetten verknüpfe. Das, was es geht, ist diese vollkommen neue Art und Weise, die Gedanken, diese Vorstellungen, die ganzen Dinge, alles. Ob man jetzt Gegenstände meinen oder religiöse oder politische Systeme, das sind Puzzlestücke von einem heiligen Ganzen. Und ich muss was zu verknüpfen mit uns was ausdenken. Die Dinge, die Elemente als Ding an sich, die sind natürlich schon irgendwo anders. Die sind ja verstreut, ausgedachterweise. Das, was vollkommen neu ist, ist das Verknüpfungssystem. Ja. Ja.
diese Welt, wo man immer wieder bloß sagen, im zweiten Buch, dieses Feynman-Zitat, wobei ich immer ganz bewusst darauf hinweise, du wirst in den Offenbarungen, in dem ganzen Werk, ganz, ganz minimal, dass ich Zitate benutze. Jetzt den Rudolf Steiner zum Beispiel, wo ich reingestellt habe. Mhm. Das in einem Buch zusammengedrängt sein. Mhm. Die Lehre von Rudolf Steiner ist auch noch viel durchsetzt mit Feindbildern. Ja. Im Großen und Ganzen, das muss einem bewusst werden, wie viele Feindbilder man noch predigt. Bring mir einen Christen, der keine Feindbilder in sich trägt. Das löst sich wieder auf mit unseren Hebräischen, mit der Radix 270. Das ja zum einen der Freund ist, dann der Hütte in einer Abwandlung, aber auch die Schlechte, Schlechte. Das ja. Schinn, weil die echt schlecht ist, ja. Das logische Licht erscheint dir echt. Ja. 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 Mhm. Dass immer wieder das Gute im Hebräischen, das Dov, schreibt sich ja 962, das heißt eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Das ist das. Das ist gut. Ja, das also jetzt mit Rot-Blau schreiben, diese Fähigkeit, das zu verknüpfen, es ist immer wieder mit dem Verbinden, diese vielen Kleinigkeiten, wo ich sage, wenn man jetzt die Bilder, wenn man symbolisch zum Denken anfängt. Mir fällt jetzt spontan das hebräische Wort für Opfer ein, das Korban. Mhm. Wir können, wenn man das schon, ich tue mal ganz kurz den Bildschirm übertragen. Okay. Mhm. Warte mal ganz kurz. Das ist natürlich jetzt eine Sache, das muss man sich zu eigen machen. Schau, wenn wir uns jetzt das anschauen, dieses Korban, das heißt zuerst einmal eine Darbringung. DR, die geöffnete Berechnung. Okay? Ja. Hier dieses DR, die geöffnete Berechnung, ich mache es einmal so, wenn wir die Konsonanten nehmen, da können wir jetzt zum Beispiel BR, jetzt haben wir unser BR vor Grad. Ja. Mhm. Das ist eine polare Berechnung in G, kann ich schon lesen. Ja. In G, im Geist. Ja. Das ist die aufgespannte Existenz des Geistes. Mhm. Seid ihr dabei? Ja, ja, auf jeden Fall. Die geöffnete Berechnung ja. ist eine polare Berechnung im Geist. Ja. G. Und das ist eine aufgespannte Existenz des Geistes. Das wäre jetzt nur, wenn wir das Wort hinschreiben und lesen, das eigentlich nur unten in diesem Rot-Blau. Jetzt habe ich hier natürlich nur blau gelesen. Dieses in G macht man natürlich dann rot, ne? Ja. Das ist das Opfer. Mhm. Dieses Opfer, da ist schon UB. Genau. Die Facette, die er erweckt. Genau. Das Opfergeschenk. Was jetzt natürlich interessant ist, die Hebräer-Radik baut sich auf, affine Berechnung. Mhm. Affinität, Berechnung, polare Existenz. Mhm. Du wirst jetzt feststellen, dass jede affine, für jede neue Existenz musst du die bestehende Existenz opfern. Von, genau. Für jeden Augenblick auf deiner VR-Brille, wenn du was vollkommen Neues haben willst, musst du den bestehenden Augenblick, wenn du den Blickwinkel veränderst, du schaust in eine andere Ecke in unseren Tetraederspiegel rein, dann wird das Rote da, das vorher rot, geschlossene Schöpfung war zu einer geöffneten Schöpfung und die geöffnete Schöpfung fällt wieder in die rote geschlossene Schöpfung rein. Ja. Jetzt ist natürlich die Radix Kor alleine, wissen wir ja, diese affine Berechnung. Mhm. Das ist kalt. Mhm. Ja. Fleckig. Facettenliche sind Ecken des göttlichen Geistes. Gut. Mhm. Das kann ich jetzt mit jedem Wort machen, du wirst feststellen, das setzt sich lückenlos zusammen. Interessant, worauf ich hinaus will, diese affine Berechnung ist immer was Polares. Mhm. Und jetzt was Interessantes passiert innen, das Innere. Dieses Kareb heißt zum einen innen, Inneres, dann heißt es aber auch ein Kampf, eine Schlacht. Mhm. Dann heißt es nahe bringen, näher kommen, annähern. So, und jetzt machen wir mal ein Bild raus. Kor, das Wort kalt übrigens, K-Alt, da denke ich mal wie alternierend. Ja. Wir denken uns jetzt unsere Wasserlinie. Also ihr merkt mal, das ist in der Mitte, im Innern, passiert Folgendes, da entsteht ein Kampf. Ein Kampf ist immer ein Auseinanderreißen. Ja. Das macht übrigens das logische Licht, Shin El. Mhm. Grammatikalischer Partikel des persönlichen Besitzes, der 8. Und die 8 ist die weibliche 1. Das ist praktisch der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Mhm. Das heißt aber auch, ich werde in Schrecken versetzt. Ja. Und das macht mein logisches Licht. Weil ich mich ja
durch die Visionen zerteile und immer daran denke, ich bin der Urknall. Und sobald ich anfange zu denken, DN heißt Urknall. Okay. Das ist das Fundament. Und dieses Denken sind meine Divisionen. Ja. Da gibt es von der Null ausgehend gibt es keine Multiplikation. Ja, ja. Richtig. So. Jetzt mache ich das Bild mal wieder weg, dass ich ja wenn mit den Händen arbeiten kann. Mhm. So, jetzt müsst ihr mich wieder haben. Ja. Jetzt hast du also, was jetzt wichtig ist, die Mitte ist das dann mal unsere Nulllinie. Und da spannen wir jetzt natürlich schon wieder ein Fenster auf, weil wir ja irgendwas sehen wollen. Ist genau genommen nur ein Punkt. Mhm. Diesen Punkt machen wir jetzt das dann mal zu einer flach. Den machen wir flach. Übrigens, FLA, jetzt BLA gelesen, heißt Wunder. Wunder, genau. Das Wunder einer Kollektion. Mhm. Ja. Flachet. Das heißt, den Punkt machen wir jetzt, dass wir Kollektion von Punkten haben, die natürlich alle gleichzeitig sind, machen wir aus den einen Punkt viele Punkte. Mhm. Weil der Punkt abstrakt ohne Gegenteil ist der Urknall, bevor er geknallt hat, dieses absolute Nichts, die Null, die alles ist, das Nichts, das alles ist. Mhm. Und da gibt es keine, das kannst du nicht multiplizieren, nichts mal nichts ist nichts. Klar. Jetzt kannst du sagen, wenn ich das Nichts teile, bleibt es ja auch nichts, aber ich kriege Facetten, die nichts sind. Das ist immer die 1-4er-Struktur, hast 1 durch 4. Ja. Ja. Die sind zwar jetzt Dinge an sich nichts in diesen Unendlichen, aber jetzt kommen wir in die Richtung von Alles. Ah, ja. Das wird jetzt auseinandergeschmissene Raumzeit in einer Form von Vorstellungen, weil wir uns Unterschiede machen. Immer dran denken, es beginnt mit nichts, nichts. Alles. Diese zwei Extreme, die wir jetzt einen Unterschied haben, der gar noch nichts mit Objekten zu tun hat. Die sind flach. Das heißt, das Innere machen wir jetzt erst einmal hier zu einer Nulllinie. Es bleibt innen. Bleibt nichts. Das ist dual. Ja. Jetzt haben wir die Öffnung von einem aufgespannten Nichts. Heißt zwei in Zusammensetzung. Das ist du. Die zwei in Zusammensetzung ist unser Wellenberg und unser Wellendal. Ja. Wir denken uns das ja als Wellen. Jetzt machen wir diese Nulllinie, die in der Mitte ist, im Inneren. Und wir zerstören jetzt die, indem wir unsere Wellen aufschmeißen durch die Visionen. Immer, es entspringt aus der Wurzel immer plus minus. Das arithmetisch gesehen immer nichts bleibt, auch wenn was da ist. Plus 5 und minus 5. Ja. 20 ist übrigens die Diagonale unserem Pythagoras-Dreieck. Unser Pythagoras-Dreieck erfordert zuerst einmal eine Seite mit 3. Ja. Das ist die Reihe, das ist unser geöffneter Spiegel. Richtig. Dann eine Seite mit 4, das ist die wirkliche Öffnung. Und diese zwei Enden, wenn wir verbinden, kriegen wir dann die 5. Das ist die Quintessenz, die jetzt in der Mitte ist vom Quadrat. Und das ist die Diagonale, das ist die Ecke, die wir auseinanderschmeißen. Und jetzt haben wir schon unseren Spiegel. Ja. Ja. Aber den Pythagoras kannst du bloß mit den Quadraten berechnen. Das ist dann 25 im Quadrat ist plus 5 minus 5. Ja, richtig. Und die Öffnung 1 durch 4, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist 0,25. Da haben wir auch jetzt die 0. Das ist unsere 0, die fällt ins Koma und dann kriegst du schon die 2,5. Diese 0 kann man jetzt Gott nennen und 2,5 ist HBH. Das ist die 1-4er-Struktur. Ich habe das erzählt, man muss es wiederholen. Wenn du nicht neugierig warst, fängst du nicht an zu verstehen. Dann kommst du wieder in den Zustand, dass du nur auswendig lässt und rezitierst, ohne zu verstehen. Ja. Die ganzen Figuren, die dir was als Pixelmännchen in Videos erklären oder an Universitäten auf der VR-Brille erklären, sind nur Rezitiermaschinen. Die haben nicht verstanden, um was es geht. Ob jetzt das eine theologische Vorlesung oder physikalische Vorlesung ist, sie werden dir immer das erzählen, was ihre Lehrer ihnen mitgeteilt haben. Ich weiche wieder zurück. Was sind meine Wahrheiten? Es sind die Wahrheit meiner Erzieher, meiner Lehrer. Ich könnte jetzt moderner sagen, meines Umfeldes, was man schmeckt, wenn sich junge Menschen mit Tattoos vollpflastern, mit Zungenpiercings, immer daran denken, ich habe da nichts dagegen, ich habe das erschaffen, das ist mein Führerscheinprüfungsbuch. Mit einem freien Willen hat es nichts zu tun. Die Meinung, die die Menschen verteidigen, auch du als normaler Mensch, ist ein Virus, den du dir eingefangen hast. Dein religiöser Glaube genauso wie deine politische Vorstellung oder dein Geschmack in Bezug auf Kleidung oder auf Essen ist ein absolutes Nicht dieses Programm, deinen Schwamminhalt, konntest du dir nicht raussuchen.
Es ist unheimlich wichtig, dass du Geistes verstehst, sonst wirst du ewig auf ewig leiden und in dieser Ebene dieses Gefängnisses hängen bleiben, bis du dich befreist. Ja. Ich mache dir nur die Tür auf. Das Vögelchen Mathematikus. Ja. Ja, genau. In Ich bin du. Ich mache dir nur die Tür auf. Ich zwinge dich nicht, dass du rausgehst. Du hast die Freiheit dazu, das zu verlassen. Ja. Du wirst immer wieder mit Entsetzen feststellen, wie hat diese Logik in dir wirkt. Okay, wir kommen zurück zu unserem Kareb. Affin aufgespannte Polarität. Also die ist das da mal in der Mitte, weil das gleicht sich ja in unserem Wurzelbegriff mit Plus Minus aus. Das ist mir eine heilige Vorstellung. Wenn wir Plus 5, Minus 5 denken, ist das eigentlich schon heilig, aber trotzdem haben wir eine Vielheit. Ein Gleichgewicht. Das passiert in deinem Inneren. Es ist immer in dir drin, im innersten Punkt. Alles um uns herum ist ausgedacht, vorgestellt. Es ist aber trotzdem in uns. Wie ich immer sage, wenn ich mir jetzt ein grünes Marsmännchen auf dem Mars denke, da ist weder ein Mars jetzt da gewesen, noch ein grünes Marsmännchen. Und durch das Denken ist das jetzt in mir und ich kann mir das woanders hindenken. Eben. Die B-I-L-R im Kind erweckt. Ich darf mir bloß nicht einreden, das ist da außen, irgendwo anders. Ja. Und es ist auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Wenn ich das glaube, habe ich ein Problem. Drum ist es ganz wichtig, die Fähigkeit, einen von dir hier und jetzt erschaffenen Gedanken um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Setz dich in das Zentrum einer ausgedachten Welt, die von dir erschaffen wird. Das ist das Göttliche. Ja. Du musst nur akzeptieren und das kannst du sofort überprüfen, dass die Sachen, die du denkst, vorher nicht waren, die holst du aus dir selbst. Du gibst ständig eine andere Form und verstreust die um dich herum in Raum und Zeit. Egal, ob mir räumlich oder zeitlich woanders was hindenke, es ist hier und jetzt, es wird hier und jetzt gedacht und ist hier und jetzt meine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. So, wir kommen mal zu den Körpern, zu dem Opfer. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, das heißt es ja auch noch nähen, etwas annähen. Das heißt, du denkst jetzt die Nulllinie als einen Zaum zwischen oben und unten und jetzt mache ich es einfach mal so. Die Stiche, das heißt, wenn ich etwas zusammennähe, muss ich die zwei Teile zuerst annähern und dann kann ich die zusammennähen und dann mache ich aus zwei eins. Das passiert in deinem Innern. Ja. Das Wort nah hat auch mit dem Wort Nahrung zu tun. Ja, Essen eins machen. Das ist wiederum dein Essen, dein Sein. Das ist unendlich nah, weil das kann eigentlich gar nicht woanders sein wie hier und jetzt. Ja. Das ist dein Essen. Das ist die Nahrung. Ja. Aber esse wiederum, das Wort Essen, S-E-N, heißt ja tun, machen, handeln. Ja. Und wer macht das eigentlich alles? Der sich's ausdenkt. Ja, klar. Aber jetzt frag dich mal, wer denkt sich denn jetzt den Margot, den Peter und den Udo und den Brösel, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört, aus? Ja. Existieren die nicht auch bloß, wenn du an sie denkst? Ja, genau. Ja. Auch das, ja. Und sind die nicht genau dort, wo du sie dir hindenkst? Selbst in Bezug auf den Brösel, der du zu sein glaubst, sagst du das auch, ich bin da oder dort? Nee, du bist immer in der Mitte und alles, was du dir ausdenkst, ist auch in der Mitte. Genau an der Stelle, wo du dich befindest. Gut. Und ich kann immer nur sagen, das funktioniert mit jedem Wort der Welt, in jeder Sprache der Welt, wenn du die Vordersprache einsetzt. Das ist die Weltform. Und das ist jetzt auch wichtig, die Hartnäckigkeit. Du musst der Erste sein, der das versteht, weil erst wenn du es weißt, kannst du dir auch welche ausdenken, die das auch wissen. Die es dann natürlich trotzdem nicht wissen, aber dann wirst du eine neue Art von Familie um dich herum. Ja, eben. Bis jetzt ist es so, dass du eigentlich immer bloß ein Abziehbildchen von anderen bist. Du bist immer ein billiges Abziehbildchen von dem Wissen, das du nachplapperst und in deinem Kopf verwirklichst. Aber du bist noch nicht selbst Schöpfer. Schöpfer bist du in dem Moment, wo du vollkommen bewusst etwas aus dir herausschöpfst, wo du sicher weißt, das habe ich jetzt nicht irgendwo aus einer aufgetauchten Information nachgeplappert. Schöpfer ist zum Beispiel, wenn sich ein Autor hinsetzt und einen Roman schreibt. Das Problem ist bloß, dass er dann doch wieder meint, er hat es von sich selber und meint damit den Brösel. Das ist dann die ganze Sache mit dem Urheberschutz. Ja. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Was unterscheidet jetzt den Kugelschreiber von der Hand? Es ist immer wieder die Kette.
Der Mensch, was macht der Mensch, wenn ihm nichts einfällt? Ja, klar. Das heißt also hier, man schreibt sich hier etwas zu, was einem gar nicht zusteht. Ja, stimmt. Ja. Ich sage zum Beispiel mal als Brüssel-Uder, darum ist es sehr wichtig, weil keiner meint es ernster wie ich. Das Wissen, das ich dir jetzt mitteile, egal ob ich als Pixelmännchen auftauche oder als sinnlich wahrgenommener Brösel, als Tropfenhausenaffe in dir auftauche. Ich bin eine Figur in deinem Traum und eine Figur in einem Traum kann dir nur das erzählen, was du träumst. Das heißt, ihr teilt dir eigentlich dein eigenes Wissen mit, das du vergessen hast. Ja. Ich behaupte als Uder nicht, dass der Uder das weiß, dass ich das weiß. Kann ich als Figur in einem Traum was anderes wissen, wie du mir zusprichst? Ja, genau. Aber kannst du als träumender Geist jetzt bewusst, als träumender Geist gesetzt dir raussuchen, was du träumst? Ja, genau. Du wirst merken, dass die eigentliche Quelle wirklich jenseits, sag ich einmal, vom ausgedachten Raum und Zeit liegt. Oh ja. Aber jetzt haben wir wieder unsere zwei Extreme, das absolute Jenseits. Dieses Diesseits. Mhm. Das bringt uns natürlich jetzt in diese schöne, ich kann jetzt immer wieder bloß sagen, Diesseits und Jenseits sind austauschbar wie richtig und verkehrt. Mhm. Ich frage, wenn ich als Diesseits die raumzeitliche Welt nehme, dann ist es Jenseits was anderes wie eine raumzeitliche Welt. Mhm. Vom Jenseits aus gesehen aber, das ist Jenseits des Diesseits. Ja, aber das wunderschön sieht, ist eben in diesen zwei Begriffen. Ich muss doch mal ganz kurz nachschauen, ob das im Geometrie Explorer drin steht, was normalerweise der Langenscheid macht. Da brauchen wir Eden. Ulam. Ulam, die Welt. Ich schaue mal ganz kurz, ob das. Jawohl. Kann ich ganz kurz nochmal übertragen, dann zeige ich euch das einmal. Das ist jetzt vom Langenscheid. Schauen wir uns mal hier das Wort Ulam an. Das ist im Langenscheid, ist das genau hier schön beschrieben. Das ist das einmal, heißt Ulam, heißt Ewigkeit, ewige Dauer, heißt aber auch Welt. Mhm. Das können wir jetzt wieder aufwachen, das Immerseinende, wir können das mal vorausschreiben, das ist dann die Wurzel, was mir wichtig ist. Das ist jetzt. Ah, nee, jetzt habe ich mich, das sind die verschiedenen Welten. Die vier Welten. Ich kann mal ganz kurz zu Olam Haba. Das ist jetzt hier, pass auf, das Jenseits. Im Langenscheid steht, wenn du Olam aufschlägst, Langenscheid Wörterbuch, steht bei Jenseits, also bei Olam kommt eine Unterwort des Olam Emet, spricht man das aus. Das ist die Welt der Wahrheit. Genau. Das ist jetzt absichtlich hier rot geschrieben, weil Emmet heißt eigentlich Wahrheit. Wichtig ist, die Wahrheit immer an die Wahrheiten denken. Ich habe jetzt das rot geschrieben. Ich kann das immer nur wiederholen. Du kannst jedes Wort rot oder blau machen. Ich sage mal, wenn wir jetzt normal in unserer Sprache bleiben, ist die Wirklichkeit was ganz was anderes wie eine Wahrheit. Eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Und die Wirklichkeit, da steckt schon das wirkende Licht mit drin. Das wirkende Licht ist was anderes, wie das, was dann projiziert wird, die Wahrheit. Wenn wir das jetzt blau machen, ist das eine doppelt aufgespannte Schöpfung, ist eine wahrgenommene Berechnung. Blau gelesen. Wenn wir es rot machen, ist dieser verbundene Schöpfer, ist die Quintessenzkopf. Der verbundene Schöpfer ist der Quintessenzkopf. Bei der Wirklichkeit kann man dasselbe Spiel machen. Wir können das wirkende Licht natürlich blau lesen und dann kehrt sich das um. Also Jenseits wird mit Olam Emet, Amet übersetzt. Das heißt übrigens, ich mache das mal ganz kurz hier, dass wir das mal im Ganzen sehen. Das ist die Wahrheit, die Zuverlässigkeit, die Treue, die Beständigkeit. Da muss man jetzt wissen, dass das Aleph als Vorgelesen, gelesen, imperfekt ist. Das heißt, ich werde zu einer Gestalt gewordenen Existenz. Das war dann eine Wahrnehmung. Die ist ja unser Tod. Genau. So viele Wahrnehmungen. Das steht jetzt hier alles im Roten mit drin. Kann man das nachschauen, wenn man das will. So. Und das Diesseits, das Wort Olam, verbergen, verhüllen, müsst doch jetzt da, kleinen Moment. Jenseits bedeutet wirklich, Jenseits nennt man Olam Haba. Ba heißt kommen, das Kommen, das heißt also die Welt, die kommen wird. Okay, das heißt auch die Welt des Gebens. Wenn du was bekommst, wenn dir was gegeben wird,
okay, die Welt des Gebens des geistigen Sohns. Mhm. Denn von dort wird alles vergeben. Mhm. Die Vergebung ist auch immer das große Verzeihen. Mhm. Ja. Mhm. Ist es also so, die Olam Haba, die Welt, die kommen wird, jenseits, ist die Olam Hemet, die Welt der Wahrheiten rot gelesen. Mhm. Das Diesseits nennt sich Olam Hasa. Und ja. Hasa heißt ja doch. Genau. Ja. Ja. Das ist die Matrixwelt. Ja. Mhm. Du merkst dazu hier in den Namen eine ewige Matrixwelt des Hasa. Da haben wir die Selektion von 2/5. Da haben wir jetzt statt ein Waff, HWH, haben wir hier ein Zayin dazwischen, was ja auch symbolisch die Waffe ist in der hebräischen Kabbala. Das heißt, der doppelt aufgespannte Affe. Ja. 5, 7, 5. Ja. Fantasieren, Wachträumen. Das ist also hier. Hase ist wie Hase, darum soll immer wieder der Hase schlecht haken, unberechenbare Haken, etwas, was träumen, der Dachtraum, Fantasien, Wachträumen. Das ist die Olam Hasa, das ist das Diesseits. Ja. Die Zayin, habe ich gerade gesagt, das ist, machen wir mal das Zayin. Blau gelesen. Das wird also, wie gesagt, in der klassischen Kabbala wird es auch als Waffe definiert. Mhm. Jetzt da nicht mit drin. Das ist einmal rot geschrieben, ist die Sattheit der Fülle. Wenn wir jetzt praktisch das Hasa machen und wir machen ein rotes Sain, da entspringen eine Plus- und eine Minus-Wahrnehmung. Das sind die zwei Wahrnehmungen und das ist die Selektion, die aus der Sattheit herausnimmst. Du nimmst aus dieser Sattheit, dem roten Haar, nimmst du eine Selektion raus und die wird dann automatisch zum Wellenberg und zur Wellenberg. Ja. Ja. Das ist dieses System, das nennt sich Vordersprache. Mhm. Das funktioniert immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich für alle Worte, weil du praktisch in einem arithmetischen Sinn dir veranschaulichen kannst. Mhm. Und das führt zu einem Heilungsprozess in dir, weil es gibt nichts mehr, was du anschaust, was du einseitig als richtig oder verkehrt definierst. Ja. Das ist das, was ich den Heilungsprozess nenne, heißt, dass gerade die ganzen Puzzlestücke, die du bekämpfst, die du verwirfst, die du nicht haben willst, was dein Programm macht, dein fehlerhaftes Programm macht, das sollst du vervollkommnen. Die Vervollkommnung besteht zuerst einmal, dass du dir all die Sichtweisen, wo du einseitig negativ reagierst, die du zum Teufel hauen willst, die du vernichten willst, die du zum Beispiel umstimmen willst, wenn du mit jemandem diskutierst, wenn ich immer sage, Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Das gilt, wenn du krank bist und du willst gesund sein, wenn du arm bist und du willst reich sein. Immer die Einseitigkeit. Das ist eine ständige Entheiligung, weil du ständig unvollkommene Ziele anstrebst. Mhm. Zukunft ist zum Beispiel unvollkommen, weil Zukunft gibt es nicht ohne Vergangenheit. Mhm, eben. Das ist jetzt immer wieder das Problem, solange du unbewusst chronologisch raumzeitlich denkst, wirst du leiden. Ja. Wenn du es bewusst machst, bist du der Gott für die Schöpfung, die du erschaffst. In deinem die aber letzten Endes nur aus ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt bestehen und die an dir selbst als Ding an sich rot gestrebt. Dien geh, immer dran denken, dien geh, das Ding an sich ist das Gesetz Gottes. Ja, dien. Und darum ist dien, das Ding, dien heißt ja Gesetz, das Gesetz Gottes, des Geistes, darum ist das Ding eine germanische Gerichtsverhandlung, auch eine Sache. Ja. Hat nichts mit Gegenständen, mit Objekten zu tun. Mhm. Das ist jetzt wieder Entheiligung des Wortes. Ja. Das heißt, wenn du ein Wort nur eine einseitige Bedeutung zusprichst, entheiligst du das Wort. Ja. Und ich verweise nochmal, weil ich weiß, je nachdem, wie sehr du dich beschäftigt hast, hier in der Masora, wenn wir uns jetzt hier die Masora ausdenken, diese Bündchen drumherum, diese Ausspracheregeln, das ist genau hier in der Enthüllung, wo es heißt, wenn du in der Heiligen Schrift was hinzufügst, werden dich all die Plagen treffen, die in der Schrift beschrieben sind, und wenn du etwas weglässt, dann hast du den anderen am Himmelreich verloren. Ja. Das ist Reihe, ist der Kopf des Schöpfergottes und Chet. Das ist die große rote Kollektion. Das ist das Reich. Jetzt ist es so, dass diese einseitige Auslegung der Theologen, auch der Juden ihrer Dora, entsteht ja durch eine ganz genaue Punktierung, die man hinzugefügt.
Das heißt, die haben was hinzugefügt und sobald ich was hinzufüge, muss ich was weglassen. Klar. Im Moment, wo eine Welle auftaucht, entsteht dann ein Fehler. Ja, eben. Klar. Innen. Das heißt, durch die Hinzufügung dieser Punktierung wurde dieser extreme Komplex an Auslegungsmöglichkeiten zu einer einzigen Auslegungsform und damit entheilige ich eigentlich diese Heilungsdauer. Ja, genau. Durch das Hinzufügen, durch das Auftauchen eines Berges entheilige ich mehr oder weniger das Meer und jetzt kriege ich hier mein Korbau. Ja, genau. Du merkst, es ist immer heilig gesehen, wenn du durch heilige Augen schaust, ist immer alles heilig, obwohl du was siehst, weil du nur immer das hier siehst, nicht das in einer zeitlichen Abfolge. So Krankheit. Das ist, du erhebst dich von der Einseitigkeit, ich bin auf der hellen oder auf der dunklen Erde dieser Kugel, KGL heißt ja wie eine Welle. Ich bin entweder auf der hellen Seite oder auf der dunklen Seite, Kugel. Ich erhebe mich und denke mir jetzt diese Kugel aus und ich bin die Sonne, die die anstrahlt. Und dann bist du schon mal immer auf der hellen Seite. Nee, du bist dann eben gar nicht mehr auf der Kugel, die du dir ausstrahlst. Eben. Jenseits. Das ist ein heliozentrisches Weltbild. Die Symbolik, die in dieser Weltenvorstellung zu begreifen, zu verstehen ist. Wisst ihr, wenn ich immer Brösel jetzt habe, wo ich zumindest in Ansätzen sage, da ist ein Hauch von Geist von mir hinter der Maske. Und ich bringe das Beispiel mit dem heliozentrischen Weltbild, dass ich sage, wenn du dir das jetzt ausdenkst, diese Kugel, die von Scheinwerfer angestrahlt wird, ist eine Seite hell und eine Seite dunkel, auch wenn die sich um die Achse dreht. Es bleibt die Seite, die dem Licht zugewandt ist, bleibt hell und die andere bleibt finster. Und ich sage noch, deine vorgestellte Erdkugel, hast du an zwei Seiten arktische Kälte, Arktis, Antarktis. Und in der Mitte hast du die Wärme. Am Äquator. Und da regnet es und da scheint die Sonne und da ist Wüstenhitze und da ist eiskalt. Es ist ein Checking, es ist alles gleichzeitig. Ja. Erst wenn du dich selber auf die Kugel setzt, du sagst, wir haben jetzt nur diesen Punkt oder diesen Punkt, und das ist, was ist zuerst, oder der Henkel rechts oder der Henkel links, wenn ich ja das hier auf den Tisch stelle. Das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge ich mir das anschaue. Aber jegliche Art von Reihe ist immer ganz da. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, x plus 1 ist neues x, und ich lasse es abstrakt stehen, was kommt zuerst? Das hängt davon, welches Statix ich mir einsetze. Ja, eben. Aber Statix, wir fangen aber 0 an. 0 plus 1 ist 1, ist neues x, plus 1 ist 2, ist neues x. In dem Moment, wo ich mir so eine Situation ausdenke, existiert nur diese Situation. Das heißt, meinetwegen 25 plus 1 ist 26, ist neues x, ist auch jetzt. Weil ich ja mir immer alles nur jetzt denken kann. Das heißt, zu sagen, was kommt vorher, ist eigentlich schon... Klar. Solange ich vorher zeitlich definiere. Wenn ich es hierarchisch definiere, transversal, ja. Aber dann ist die Eins nicht das Erste, sondern alles. Weil wir ja immer Divisionen nur machen können. Du kannst nur deinen... den geöffneten Intellekt zu einer Vision machen. Aber die Möglichkeiten, die da sind, sind alle gleichzeitig. Diese Gleichzeitigkeit des ewigen Hier und Jetzt zu verstehen, wenn das wirklich verstanden ist, wie sollst du dann Angst vor der Zukunft haben? Ja, genau. Oder Angst, dass du irgendwas verlierst. Das sind so wirklich einfache Sachen. Alles, was du aus dir heraus denkst, verlierst du aus der Einheit, obwohl du es aus der Einheit nicht rausnehmen kannst. Das heißt, du kannst dich entheiligen, ohne dich zu entheiligen. Übrigens ist das jetzt eine vollkommene Aussage. Wenn dir das zu hoch ist, dann denk einfach wieder, du schaust dir einen Film an, du hast eine Datei, und jetzt schaust du dir einen Film an und jedes Bild, das auf dem Bildschirm auftaucht, taucht jetzt auf, aber diese Bilder, die du auf dem Bildschirm siehst, werden aus der Datei nicht herausgenommen. Das heißt, diese blauen Kisten, wo du dir was reindenkst, wo kommt das Zeug her? Wo kommt überhaupt die Kiste her? Da muss eine große rote Kiste da sein, in der sich all diese möglichen blauen Kisten und dass du diese Kisten reindenkst. Das ist diese 1-4-Struktur, die du um dich herum verstreust.
Du bist die rote Kiste. Ja. Und die Kiste führt uns jetzt zur Deba. Ich habe heute Morgen ganz kurz das nochmal reingestellt. Muss ich fast nochmal hier das Bild des Dahlen beginnen. Warte doch mal einen kleinen Moment. Ups. Muss ich mal den hier kurz machen, den wegmachen. Schaut dieses Bild. Habt ihr das schon angeschaut? Mhm. Aus dem Film? Mhm. Eine kleine Szene aus einem Film. Ist ein sehr christlicher Film. Da können wir jetzt wieder sagen, das ist Kitsch. Normale Menschen, wenn sie sagen, so ein Kitsch schaue ich mir nicht an. Das ist tausendmal mehr wert wie jede Physikvorlesung, die du an der Uni dir anhörst. Weil da wird dir das Wesentliche im Leben mitgeteilt, aber wenn das entwürdigt wird mittlerweile, was die Menschen machen, weil die so materialistisch geistlos worden sind, da habe ich jetzt die Stelle 58,44. Ich habe jetzt nur, ich könnte da tausendfach mehr, tausend Seiten dazu schreiben. 58 ist das erste Mal ganz entschätzt. Mhm. Das ist Noah. Ja, genau. Doch heißt auch ruhend. Ja. Okay. Sehr wichtig, das ist der mit der Deba. Wer in sich selbst ruhende Schreibe holt sein Kind, das ist die 44, zurück in sein heiliges Wort oder in seinen heiligen Wort, Ort. Rot verbundenen plus minus verbundenen Ort. Dieses, der Noah hat ja zu tun mit der Arche. Ja. Ich spreche jetzt nur Ort, das Wort Arche wird erst interessant, wenn man in Sanskrit geht. Ah ja. Weil man mit mehr Zeichen könnte ich es viel genauer erklären, aber was hier wichtig ist, die Arche heißt ja eigentlich zuerst einmal nur eine Kiste. Mhm. Ein Kästchen. Und es ist auch das geschriebene Wort. Es gibt ja verschiedene hebräische Wörter für Wort. Mhm. Und die Kiste heißt auch ganz speziell ein geschriebenes Wort. Ja. Und das ist jetzt, da können wir dann ganz kurz einmal nochmal drauf eingehen. Und das heißt, ich hole dich zurück in die Kiste. Übrigens diese Kiste, wo immer bärchenweise was auftritt. Ja. Du musst mal genau anschauen, was da heißt. Das Leben, das in die Kiste geholt wird, ist immer bärchenweise. Das geht immer um männlich und weiblich, um einen Wellenberg und das Wellental. Mhm. Weil in die Kiste, in das geschriebene Wort, kommt nur das Heilige rein. Und der Film selber dauert 1,44,26. Die 1 ist der erste. Und der erzieht sein Kind zu einem bewussten Jahwe. Super. Und wenn du das bist, hole ich dich zurück in die Ruhe, in die Kiste, weil dann bist du ein Gotteskind. Und als Gotteskind bist du ein in dir selbst Ruhender. Ja. Schön. Das heißt, egal, das ist gleich als nächstes, was ich mache, da kommt jetzt das Zeichen, dieser schöne Satz. Wenn wir das übersetzen, und wenn um dich herum die Welt in Fetzen geht, du bist der Einzige, der überbleibt. Genau. Ja. Das gilt übrigens für jeden Augenblick, den du anschaust. Ja. 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 Mal hier. Toll. Kriegt sie ganz andere Bedeutung. Ne? Ja, das ist jetzt hier die verschiedenen. Da gibt es halt so Unterformen vom Reden und Sagen. Wenn man mal das Arme, wo ich immer wieder sage, wenn es hast und Gott sprach, er sprach und er sprach. Da ist ganz wichtig, ob da hier dieses und er sprach, ob hier J waff, das heißt immer und er oder und ich sprach. Mhm. Es gibt Stellen, da heißt es Wafjot Armer und Wafjot Eber. Das sind zwei. Das hier, ob hier ist sehr wichtig, ob hier das Wort Armer steht oder ob hier DBR steht. Das sind jetzt Unterformen mit Redensart. DBR. Damit ist das DBR. Ja, genau. Das DBR ist wesentlich vielfältiger wie das Armer. Wenn wir uns das jetzt bloß anschauen. Das ist einfach nur der Ausspruch, die Wunde, der laute Spruch, normal übersetzt, das Beaufsichtigen, das Befüllen, das Denken, das Erwähnen, das Sagen. Ja. Das DBR als zweite Radix nehmen, die Angelegenheit, die beulen best. Oh, ja. Beulen sind Gedankenwellen und B ist Wissen, ist auf Lateinisch Wissen ist. Und die werden jetzt das zu einer Sache, Sache, Ding. Ja. Dann ist damals auch der Wortführer im Langenscheid steht immer noch drin, erste Person. Der Begriff grammatikalisch erste Person. Da müssen wir sich jetzt tiefer reingehen und dann zusätzlich noch ist es von den Wundern, das ist das fünfte Wunder.
einseitig ausgelegtes Wort ist ja eine Plage eigentlich. Das ist, da haben wir jetzt unseren verbundenen Ort, Din Ge. Din, das Gesetz des Geistes. Oder das Gesetz Gottes, kann man das immer übersetzen. Haben wir auch im Deutschen die DIN-Normen. Ja, genau. Gericht, Gesetz, Recht. Die N ohne das J dazwischen heißt Urteil. Ja, genau. Und wenn wir das G hinsetzen, heißt das DIN-G, heißt das Gesetz Gottes. Das ist übrigens auch die 11. Sephira. Die nennt sich DIN. Könnt ihr euch erinnern vom Sephirot-Baum? Es sind ja 10 Stück und da setzt man eine 11. mit rein, die heißt dann DIN. 11 ist Ei. Das ist der Schöpfergott. Ja. So. Aber das ist jetzt immer Detailwissen, wo wir jetzt hier wieder predigen. Das kann man nur wiederholen und du kannst nur merken, ob du Interesse dafür hast oder nicht. Und ich sage, wenn du kein Interesse hast, hüte dich mit Kaufmannsdenken, dir das beizubringen. Dann führst du dich in eine Sackgasse. Ja. Ich sage, du lernst nur was, wenn dich im tiefsten Innern was interessiert und dann ist es für dich auch keine Mühe. Das Kind, das spielerisch was erforscht, das lernt. Der Student, der auf die Uni geht und lernt, weil er die Prüfung bestehen will, der lernt nicht, der programmiert sich groß. Ja. Ich könnte jetzt den Udo wieder sagen, ich war ein totaler Versager in der Schule, weil mich Zeug nicht interessiert hat, bis ich meine normale Handwerkslehre als Radio- und Fernsehtechniker angefangen habe. Da war ich übergenial, bei aller Bescheidenheit, nicht, dass ich weiß, mich vollkommen interessiert hat. Es hat mir absolut Spaß gemacht, ich habe nicht genug bekommen können in der Berufsschule. Das ist wie in dem alten Film Nummer 5 Leben, ich brauche mehr Input. Aber ich werde dann denken, von außen kommt nichts. Das lernst du dann erst später. Ja. Du musst tiefer in dir graben. Ja. Liedchen, du musst tiefer in dir graben. Ja, schön. Das war so genial. Genial. Danke. Das macht die Freiheit aus. Darum ist immer wieder auch die Wiederholung, wenn man sagt, nein, ich kann es nicht mehr hören. Das ist, schau, Peter, ich erinnere mich jetzt ganz, ich blätter mal viele, viele Jahre zurück in einen Deisendorf-Vortrag. Hatten wir privat überhaupt noch keinen Kontakt? Nee. Da habe ich einen Vortrag gehalten, war ich eingeladen vor vielen Jahren und dann habe ich gesagt, meine Groupies sind auch wieder da, die Blonde mit den Langen. Da habe ich mehrere Vorträge, wo ich eingeladen war, in der Schweiz und im Schwarzwald, oh, ja. Da waren immer waren die Blonde mit ihren Langen mit hinten drin. Der Langkriege. Niemals vorgedrängt. Ja. Festgezeigt. Und da weiß ich nur danach, in unserem ersten Gespräch, weil da irgendeiner in Deisendorf hat dann gesagt, wenn er wieder dasselbe erzählt, müssen wir uns ja das nicht anhören, weil er schon mal in einem Vortrag war. Und da sagt der Peter, das habe ich jetzt schon so und so oft mal gehört und ich verstehe jedes Mal ein bisschen mehr. Wie oft hast du es jetzt schon gehört? Das ist jetzt vor über 20 Jahren gewesen, Peter. Oh ja. Aber ist es nicht so, dass du jetzt begreifst, dass du jetzt erst langsam zu verstehen und das ist es. Was ich verstehen nenne, nicht logisch begreifen. Ja, logisch scheint es den meisten, die meine Gedankengänge folgen, schon beim ersten Mal hören. Es wirkt. Aber das eigene Ego, der zweite in einem selbst, nimmst du eben für voll. Du kannst es, ob das stimmt, sofort überprüfen, jedes Mal, wenn du dich wieder schlecht fühlst, weil du dich über irgendwas aufregst. Erscheint dir das, was ich sage, zwar logisch, was ist begriffen, aber du hast es nicht installiert, sonst wirst du dich nicht aufregen. Es ist doch eine ganz klare Aussage, wenn ich sage, wenn du dich über irgendwas ärgerst, das verändert nicht das Geringste an dem, worüber du dich ärgerst. Eben. Schlecht fühlst du dich letztendlich, weil du so auf diesen Reizauslöser reagierst. Also ist diese Reaktion vollkommen sinnlos. Wenn du jetzt wirklich einen Doppelschritt gemacht hast, wird sich das irgendwann in dir heilen und es hat sich bereits geheilt, weil du die Sinnlosigkeit von Ärger erkannt hast. Mit Ärger bezwecke ich nichts in der Welt. Ja. Du wirst das Prinzip des Nicht-Einverstanden-Seins nicht ändern, wenn du mit irgendwelchen Deppen auf die Straße gehst und gegen irgendwas demonstrierst, was du nicht haben willst. Evolution, Revolution. Da kann ich tausendmal sagen, in unserer jetzt ausgedachten Vergangenheit aus unseren geistigen Archiven, Märchengeschichten,
hat noch nie irgendeine Revolution in irgendeinem Land irgendwie den Zustand auf ewige Dauer verbessert. Nee. Es gibt immer wieder um. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lacht. Die Ungerechten von heute sind die Gerechten von morgen. Ja. Und die Gerechten von heute sind die Ungerechten von morgen. Genau. Ja, das stellen Sie alles mal auf den Kopf. Man tauscht immer seine Vergangenheit aus, wenn man dieser Wahn zu sagen, ich kann doch die Vergangenheit nicht verändern. Es ist nach jedem größeren Krieg in der Weltgeschichte ist es passiert, dass der Gegner die Vergangenheit richtig gestellt. Richtig. Da kann ich tausendmal sagen, hätte Hitler den Krieg gewonnen, dann wären die Russen und die Amis die Bösen gewesen. Ja, ja. Klar. Es ist diese ständige Einseitigkeit. Und es geht jetzt nicht darum, dass die Brösel, die du dir ausdenkst, dass die das wissen müssen oder dass die das glauben müssen. Du musst es wissen. Ja, genau. Du, die dich jetzt ansprechen. Ja. Ich spreche niemals einen Gedanken von mir an. Mhm. Sondern ich spreche den an, der sich die Gedanken ausdenkt. Mhm. Ihr wisst, ich sage jetzt der Genauigkeit halber dazu, dort der sich die Gedanken ausdenkt, jetzt auch schon wieder was ausgedacht ist. Nein, der sich den ausdenkt, der sich die Gedanken ausdenkt. Ja. Wenn du musst von dem Begreifen in das Verstehen kommen. Mhm. Der Rest passiert von alleine. Ja. So mach dir jeden Moment bewusst, dass da von außen nichts in dir reinkommt, sondern dass sich das aus dir entfaltet. Das, die Entstehung heißt praktisch das, was in Bewegung gesetzt wird. Ja. Wenn etwas entsteht, heißt es wird was Stehendes vor sich hingestellt, wo das Stehende sich wieder auflöst, wo sie beendet. Das heißt, entstehen heißt, es wird was in Bewegung gesetzt. Ja. Immer wieder an den Fasten Seatbelt-Ding. Fast heißt extrem schnell und heißt fest. Mhm. Weil Lichtgeschwindigkeit bewegt dich nichts mehr. Mhm. Ja. Und solange dir einer erzählt, ja, wenn du jetzt hochschaust und du schaust dir die Sonne da oben am Himmel an, ganz nebenbei ans zweite Gebot denken, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Wenn du sagst, ich bin ein Christ oder ich glaube an Gott, dann solltest du die Gebote halten. Also gut, jetzt schau dir deine Sonne am Himmel an und dann wird die anerzogene Logik, wenn du eine physikalische, geistlos physikalische Verbildung in dir trägst, wirst du sagen, die Sonne, die ich jetzt sehe, ist die Sonne, wie sie vor 8 Minuten war. Immer wieder die Sätze. Und den Stern, den du da heute Abend siehst, der existiert vielleicht schon seit ein paar tausend Jahren nicht mehr. Weil das Licht, das du jetzt siehst, das von dem Stern kommt, ja 30 Jahre schon unterwegs ist. Ist doch herrlich. Das heißt, der kann schon längst Ausgänger sein. Das ist alles hundertprozentig sicheres, bewiesenes Wissen aufgrund von Berechnungen. Ja, eben. Es ist geistloses Konstruieren von Vorstellungen, wo du gar nicht draufkommen würdest, wenn man dir diese Programme nicht eingehämmert hat. Das ist es. Das heißt, materialistische Naturwissenschaft ist zum einen zuerst einmal ein Virus in Bezug auf den Geist. Ja. Aber das klingt schon wieder, als wenn es schlecht wäre, das ist nicht schlecht. Nur falsch verstanden. Die Möglichkeit, dass du dir einen virtuellen Raum ausdenken kannst. Aber die Gesetze kannst du eben ganz gewaltig erweitern, wenn du die wirklichen Regeln kennst im Hintergrund. Schön. Das ist das, wo ich dich hinführen werde. Zeit spielt dabei keine Rolle. Das ist immer wieder so ein historisch, merkst du schon, wenn man historisch sagt, ist man schon wieder in der Vergangenheit, ein historischer Akt. Das ist immer wieder die Siegel, du kriegst eine Möglichkeit, ob du die Reife hast, wenn du die nicht hast. Wenn du, manche sind vielleicht nach 1,5 Jahr, können sie ihre Windeln ablegen und die anderen haben, wenn sie in den Kindergarten gehen, mit 4,5 nur Windelback rumlaufen, weil sie nur in die Hosen scheißen. Es verzögert halt deine Entwicklung. Es ist immer wieder die gewisse Hartnäckigkeit, nicht loslassen wollen. Ja. Also was ist neu, ist absolut neu, wenn du das nicht loslässt. Eben. Darum sage ich, ein Segen ist das Vergessen. Wichtig ist dabei nur, dass du der bist, der merkt, dass der man zu sein glaubt, vergesslicher wird. Das Freude in dir auslösen und nicht Angst. Ja. Weil du weißt, jetzt nehmen wir es weg, weil man was Neues geben will. Ja. Was ich dagegen wert habe, mal ein riesengroßes Problem. So lange hinziehe, bis ich es loslassen lerne. Ja. Das ist göttlich, es loslassen lernen. Mhm. Wissen von Meinungen. Obwohl du es ja gar nicht verlierst, immer an meine Vervollkommnung denken, du lässt das einmal von der einen Seite los, dann kannst du dir neue Perspektiven mitteilen,
wo deine Perspektive dann dazugehört, ein Unterglied ist. Dein jetziger Glaube ist ein Untersystem eines größeren Glaubens. Ja. Aber wenn du deinen jetzigen Glauben zu einem allgemeinen Maßstab, deine Logik zu der schon absoluten Logik machst, wenn dir unheimlich viele komplexere oder andere logische Systeme unlogisch erscheinen und du bist in einer ständigen Streit. Weil man ja nichts Unlogisches zulassen will. Ja. Aber auch dieses Unlogische, das Figuren in deinem Traum äußern, ist mit dieser Logik, die die zum Denken benutzen, vollkommen logisch. Ja. Genau. Darum ist es kein Spiel, das sich auf der Ebene der Brüssel abspielen kann, sondern das muss erst einmal in dir bereinigt werden. Bereinigt. Ah, gut, ja. Das Äußere ist eine Einheit. Super. Okay, ja. Gibt es so noch was Wichtiges? Danke, Udo. Danke. Super. Für was? Ich danke euch. Ich kann immer wieder sagen, euch meine ich jetzt natürlich den Brösel, der hier mich ausdenkt. Ja, das wunderbar. Ich schnuppe immer wieder mal in die Welt rein, wenn ich ausgedacht werde. In deine Welt, in die Welt von dem, der mich ausdenkt. Ja, wunderbar. Schön, wunderbar. Danke, danke. Danke, danke. Tschüss. Ciao. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.